So, meine Lieben, da sind wir wieder. Fang hat sich noch mal schlafen gelegt. Und ja, zurück bei Lego Harry Potter. Fang muss jetzt aber ein bisschen arbeiten. Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, so. Im verbotenen Wald waren wir stehen geblieben. Da geht's jetzt weiter. Und Hagrid muss hier mal gerade an der Kette ziehen. Damit wir da nach oben kommen, beziehungsweise da oben rüberkommen. Denn wir sollen ja immer noch Harry helfen. Der hat da eine merkwürdige Gestalt im Wald gesehen, die sich an den Einhörnern hier vergreift im Wald. Und das können wir natürlich nicht dulden, ne? Wir mögen keine Glühwürmchen und wir hassen Bienen, aber Einhörner, das geht ja nun gar nicht. Einhörner töten, das können wir nicht machen. Das ist eine sehr böse Tat und ein großes Verbrechen. Deswegen müssen wir hier was dagegen tun. Und demjenigen die Leviten lesen, der hier die armen Einhörner massakriert. So, da habe ich noch was gesehen. Okay, okay. Hier sind überall so rote Sachen zum für die... Das ist, glaube ich, böse Magie, was wir dafür bräuchten. Das können wir aber im Moment noch nicht benutzen. Da brauchen wir dann so einen Zauberer wie Lucius Malfoy vielleicht. Oder auch... Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. So jemanden wie Bellatrix Lestrange vielleicht? Ich weiß es nicht. So, das haben wir auch erledigt. Hier hinten ist nichts weiter. Da können wir weiterlaufen. Was haben wir hier? Ich sehe es nicht. Ist es Fang oder was? Ja. Okay. Okay, da hat sich der gute Fang einfach versteckt vor uns. Mensch. Hier lege ich nochmal die Pflanze auseinander. Sehr gut. So. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nicht gleich der Mann im Hintergrund nach Hause kommt und mir in meine Aufnahme reinquatscht. Das ist nämlich bei mir jetzt hier schon gleich 16:30 und irgendwann jetzt bald müsste er dann nach Hause kommen von der Arbeit. Und da hoffe ich natürlich, dass er mitkriegt, dass ich gerade aufnehme und vielleicht ein bisschen leise ist, dass wir hier nicht irgendwelche merkwürdigen Hintergrundgeräusche dann haben. Aber wir werden sehen. Sollte er kommen, dann kann er ja mal kurz Hallo sagen. Mal da hinten, was ist das denn? Interessantes. Müssen wir da hin? Bestimmt. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Jetzt mal hier noch den Kürbis zerlegen. So, hier können wir was zusammenbauen. Mal schauen, was das ist. Ah, ein Baum. Und dieser Baum scheint noch nicht ganz... Oh, wahrer Zauberer, ja? Machen wir hier nochmal unser Licht an, damit der uns nicht nervt. Und da sehe ich gerade noch einen Maulwurf, der sich hier im Dunkeln versteckt hat. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ah ja, wir müssen noch den Baum aufklappen quasi, damit er hier... Oh, Entschuldigung, bitte fangen, das wollte ich nicht. Das war jetzt keine Absicht, es tut mir sehr leid. Okay, wir müssen da wahrscheinlich oben rüberlaufen, ja? Machen wir das doch mal. Wir schießen hier mal alles kaputt, was hier so kreucht und fleucht. Vor allem diese Teufelsschlinge. So, und da leuchtet es doch schon sehr rot. Ich glaube, da geht's weiter. Ich glaube, jetzt haben wir auch Harry gefunden. So, Firenze, so hieß er, glaube ich, hat uns da geholfen. Und wer dieser Schatten war oder diese merkwürdige Gestalt, das werden wir auch noch erfahren. Wer sich hier von Einhornblut ernährt, quasi. Machen wir aber erstmal weiter. Das wird früher oder später auch noch herauskommen, was da geschehen ist. Oh.
Gut, wir sollen hier offenbar Quirrell folgen, der da sehr merkwürdige Dinge tut. Vorher kümmere ich mich aber hier mal um diese Kisten. Okay. Da kommen überall komische Sachen raus und jede Menge Stats. Okay, die kippen wir einfach gleich ganz aus. Das war's schon. Mehr ist es nicht. Das. Okay. Na gut. Dann du vielleicht noch. Der schießt noch mit einem Ball. Ja. Sonst ist hier aber nichts. Okay. Jetzt sollen wir wieder nach oben. Na gut. Gehen wir da doch mal lang. Wir wissen ja schon, dass da Fluffy hinter der Tür lauerte. Aha. Und Quirrell. Ja, der fordert uns hier quasi auf, ihm zu folgen. Dann werden wir das doch auch mal tun. Und schauen, was uns hier erwartet. Ein schlafender Hund. Schlafende Hunde soll man nicht wecken, Leute. Oh jemine. Okay, okay, okay. Wir müssen also Fluffy wieder zur Raison bringen. Dann schauen wir doch mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, nah ran dürfen wir nicht so sehr. Okay, was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Der gibt uns eine Quietsche-Ente. Kann man damit irgendwas machen? Ja, wir können die größer zaubern. Das findet der Hund dann schon mal ganz toll, oder? Ja. Aha. Ein Quietsche-Spielzeug. Naja. Oh, und er ärgert sich, weil er seine Quietsche-Ente nicht mehr hat. Hallo? Harry? Machen wir es eben so. Können wir jetzt was zusammenbauen? Es wird wohl die Harfe sein. Ja. So. Und damit bringen wir den Fluffy hier zum Schlafen. Hoffentlich ruht er ein Weilchen. So, den Stein hätte ich gerne noch. Okay. Da ist noch eine Kerze. Ist das irgendwie wichtig? Nö, scheint mir nicht so. So, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier unten reinspringen. Es wird wahrscheinlich auch wieder ziemlich lange dauern. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier zurückgehen, wollte ich sagen. Kann ich nicht? Na gut. Ich wollte nämlich eigentlich sagen, nochmal zurückgehen und ein bisschen im Schloss mich umsehen. Aber dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Teufelsschlingen vertreiben und Ron befreien. Der da in eine reingefallen ist. So. Okay, dann machen wir hier das noch kaputt. Das gibt auch noch alles Münzen. So, da geht es offensichtlich dann gleich weiter. Ich hätte aber gerne noch diese Kiste, die ich wahrscheinlich eh noch nicht aufmachen kann, oder? Na, schauen wir mal. Nein, nein, so. Oh, jetzt mache ich hier mal erstmal eh hier die ganzen Ranken weg. Diese noch. Gut, ja. Das möchte ich gern haben. Und die kriegen wir, glaube ich, noch nicht auf, oder? Nee. Nee, nee, die geht noch nicht auf. Also geht's hier weiter. Hops. So, gut. So, hier überall mal dran schießen, damit wir die ganzen Stats rausbekommen. Das können wir so entfernen. Ja. So. Und das auch noch. Oh je, jetzt ich ahne Böses. Ja, jetzt müssen wir hier, glaube ich, den Schlüssel holen, ne? Ich muss jetzt hier gleich mit dem Besen fliegen, wahrscheinlich. So. Ich würde sagen, das sieht mir ganz danach aus. Okay. Guter Mann, bitte kann ich deinen Besen haben? Oh je. Wie gemein.
Ah ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir dem hinterherfliegen und den Schlüssel holen. Na gut. Dann steig mal auf, Harry. Dann gucken wir erstmal, was wir hier sonst noch so erledigen können. Ah. Wir können hier noch ein bisschen was sammeln, ja. Würde hier mal kurz absteigen. Ich weiß gar nicht, kann ich diese kleinen Schlüssel zerstören? Nein. Hier kann ich aber was aufmachen. Oh, ein Schüler in Gefahr. Okay. So, gut. Dann wieder auf dem Besen und... oh Gott, also das ist hier... Ich habe noch nicht so richtig raus, wie man hier landet oder aufsteigt. Also nach oben und nach unten. Gut, nach oben kriege ich inzwischen schon hin, aber ich weiß nicht, wie man nach unten kommt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Oh, ist aber ein riesiger Schlüssel, hey. So, dann geht's hier weiter. Ja, einen Schüler in Gefahr haben wir da eben gerettet. So, hier wird Zaubererschach gespielt und wir müssen... Müssen wir nicht sogar mitspielen, glaube ich? Ich glaube, wir müssen sogar mitspielen. Oder müssen wir hier die Figürchen zerstören? Ich weiß gar nicht genau. Ach, ich glaube ja. Wir müssten auf diese Pferdchen aufsteigen, oder? Ja, genau. Auf die Pferdchen aufsteigen. Oh je. Jetzt vielleicht... Bei dir? Okay. Wo geht's denn weiter? Doch, bei dir? Nee. Ron? Mal auf die anderen wechseln. Vielleicht muss da jemand was machen. Ach so, die Schwarzen muss man quasi immer anschießen, oder wie? Mehr viele Schwarze. So. Hat den mal platt. Okay. Oh je. Was für ein brutales Spiel. Ach so, ja. Können wir hier wieder eine Figur zusammensetzen? Ist das denn erlaubt? Na, ich weiß ja nicht. So. Die Königin, wie mir scheint. Ja. Und jetzt? Aha. Und die macht jetzt den König platt? Nee, den Bischof. Oder was ist das gewesen? Ich weiß, ich kenne... Also ich kenne eigentlich Schach. Ich weiß nur leider gerade nicht, wie die ganzen Figuren heißen. Und da ist Schachmatt, wie es aussieht. So, weiter geht's. Gucken, ob wir in dieser Folge hier diesen Bereich noch schaffen. Oh, Ron ist zurückgeblieben. No. Harry. Ja, ich präsentiere den Spiegel von Nehegeb. Nehegeb? Irgendwie so heißt der, glaube ich. Oh oh. Oh oh. So, machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Oh. Da bricht der Boden ein. Eieieiei. So, okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Wie gesagt, ich mache erstmal ein bisschen... Schieß mit Feuerbällen. Der alte Schweinehund. Aua. Hey! So. Hast du deinen eigenen Fluch hier verpasst? Kann man das auch kaputt machen? Ja. Nehme ich auch noch gerne mit. So. Da noch ein bisschen. Oh, oh, schnell, lauf. Lauf, 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 Hermine. Ach Gott, ich will... Ah. So.
Ja, wie denn? Wie denn, Leute? Ich weiß es nicht so recht. Ja, Harry kriegt ja eins ums andere verpasst. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir den Fluch abbekommen. Scheiße. Da hinten ist ein Herz. Nein, nicht... Oh Gott. Wartet mal, ich wechsle mal auf Harry und dann probieren wir hier... Hallo? Warum kann ich das denn nicht kaputt machen da oben? Ach, der hat den falschen Zauber ausgewählt. Ich verstehe. Ja, ich bin gleich tot, Leute. Wenn es so weitergeht. So. Der hat das jetzt auch nicht abbekommen. Oh Gott, ich stelle mich ja schon wieder an hier. Was muss ich denn hier nachher dann machen? Ich muss... So, dann... hier rüber und ihm eine verpassen, oder? Ah, ich verstehe. Okay, so geht das. Ja, alles klar. Wir schaffen das wieder mit einem Herz. Ich weiß das. Ich weiß, dass wir das schaffen können, Leute. Warum kann ich das nicht abschießen? Ich verstehe es nicht. Jetzt. Einfach mal so drauf schießen. Aber war auch kein Herz drin. Kannst du jetzt mal wieder so einen komischen grünen Kopf schießen, bitte? Danke. So, jetzt schnell wieder hier rüber und ihn anfassen. Da haben wir schon den zweiten Punkt gemacht. Cool, jetzt macht ihr hier größere Abstände. Ob ich da dann noch rüberkomme? Na, ich weiß ja nicht. Wird schon irgendwie klappen, hä? Ich darf nur keinen Feuerball abbekommen. Das wäre nicht so gut. Denn ich habe nur noch ein Herz. Aber wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin, würde ich sagen. Okay, jetzt kommt der letzte Kopf. Und jetzt muss ich da sehr schnell rüber und ihm das letzte Mal eine verpassen. Oh. Oh. So, damit haben wir den Level auch abgeschlossen. Er konnte ihn nicht aufheben, weil er ja nur eine Geistergestalt ist. Und wer war das wohl? Natürlich Voldemort, der dessen Name nicht genannt werden darf. Er hatte sich in Quirrells Körper eingenistet und ihn dazu gebracht, hier in Hogwarts Unruhe zu stiften und wollte an den Stein der Weisen herankommen. Da gab es am Ende nochmal Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Und jetzt haben wir Jahr 1 schon geschafft hier in unserem Spiel. Ich werde das mal überspringen. 11% sind erledigt. Und da finden Bauarbeiten statt für Jahr 2. Oder was? Ich weiß es nicht. So, kleine Kaffeepause noch. Oh je. Okay. Traveler's Tales. Das ist, glaube ich, der Publisher oder der Spieleentwickler, je nachdem. Eins davon. Auf jeden Fall. Der Entwickler, so heißt das, glaube ich. Haben wir ja eins jetzt abgeschlossen, meine lieben Freunde. Und
Ich würde sagen, bevor wir dann beim nächsten Mal weitermachen, werde ich dann, also hier, wie gesagt, beim nächsten Mal starten wir dann auch wieder hier in der Winkelgasse. Dann können wir hier durch diese Tür gehen und die Geschichte wird fortgesetzt mit Jahr 2. Da würde ich aber sagen, gehen wir dann beim nächsten Mal mal in die Winkelgasse und schauen uns da noch mal ein bisschen um und gucken, was wir so erledigen können. Wir können ja hier vielleicht noch mal fix ein bisschen was machen, was wir jetzt beim letzten Mal nicht erledigt haben. So. Hier können wir nämlich was zusammenbauen. Das machen wir doch mal. Suche Gringotts Bank am Ende der Winkelgasse, um zum Lego-Bildner zu gelangen. Aha. Was ist das? Eine Uhr oder irgend sowas in der Art? Oh, ist das gar nicht so die Winkelgasse, so wie wir die am Anfang hatten? Da waren doch noch andere Sachen, die man tun konnte. Offensichtlich ist das hier so alles ein bisschen anders jetzt. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir können ja jedes Level immer nochmal spielen, das ist ja gar kein Problem. Ich muss zwar noch rausfinden, wie das genau geht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Naja, gut, Leute. Ich würde sagen, das soll es aber erstmal gewesen sein für heute. Wie gesagt, Jahr 1 haben wir jetzt soweit beendet. Müssen wir natürlich noch 100% vervollständigen dann am Ende. Aber soweit, so gut, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo oder gerne auch einen Kommentar. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier im tropfenden Kessel mit Harry und Hermine bei Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss!